So, zurück jetzt wieder in die Kanalisation, wenn ich mich recht erinnere. Letzte Aufnahme ist 2 Tage her. Ja, das letzte Mal sind wir im Kanal stehen geblieben, als wir das Gegengift eingesetzt haben, um durch den grünen Schleier da zu laufen. Und an der Stelle geht es jetzt heute weiter. Ich bin da wieder hier die Leiter hochgelaufen und hab dann gesagt, dass wir es was safen. Und ja, an der Stelle machen wir jetzt einfach weiter. Wundert euch bitte nicht, wenn meine Stimme etwas lauter ist. Ich habe ein bisschen an den Einstellungen heute Morgen rumgefuhrwerkt und es kann sein, dass ich dementsprechend ein bisschen lauter zu hören bin. Aber es ist nicht so schlimm, wie ich finde. Ich habe das heute Morgen ein bisschen lauter gemacht wegen LOL, weil ich habe da fast nichts verstanden. Die anderen Leute konnten mich nicht verstehen. Oh nein. Fängt ja schon gut an. Habt ihr es gesehen, da vorne ist das Monster. Ich würde am liebsten schon wieder gerade rumdrehen. Und da hinten, wo diese Kurbelwelle ist, dieses Teil da, was sich dreht, da müssen wir rein. Kann ich euch jetzt schon, so viel kann ich euch schon verraten. Jetzt gucken wir erstmal, wo der Typ hin ist. Ist der weg? Jo, der ist weg. So, genau hier vorne müssen wir jetzt hin. What's happening? What are you doing? Let me go! Ja, genau, lass mich in Ruhe. Wir sind jetzt erstmal in den Steuerungsraum. Ne, da waren wir schon. Ne, hier lag irgendwo ein Rohr oder sowas. Ich glaube, das war hier. Bin mir auch nicht sicher. Also, wir müssen natürlich jetzt erstmal hier rauskommen. Und die einzige Chance ist durch dieses Drehteil, was ich euch gerade gezeigt habe. Die einzige Chance hier wieder wegzukommen. Hier, die Leiter ist abgebrochen. Seht ihr, da kann man nicht mehr hoch. Auch nicht mit Kisten oder so. Hier, der Weg ist zugesprengt. Hier geht auch nichts mehr. Das geht dagegen, glaube ich, auch nicht auf. Aber hier hinten konnte man, glaube ich, was rausbrechen. Ich will es aber nicht behaupten. Ne, das geht auch nicht. Ich glaube, hier konnte man so einen Gitterstab, könnte man da rausbrechen. Und hier oben ist der Raum, der das Ganze hier unten steuert. Da gehen wir jetzt mal rein. Und hier taucht das Monster auch wieder auf. Glaube ich. So. Ja, ihr seht hier schon, wir haben hier 2 Hebel in verschiedenen Stellungen. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Lesen wir erstmal den Eintrag dazu. Die 2 Hebel steuern die laute Maschine. Ich glaube, der eine musste nach links, der andere ganz nach rechts. Bin mir auch nicht sicher. Also so stimmt das schon mal nicht. Naja. Das passt schon mal nicht. Tun wir den mal ganz nach links. Jetzt läuft die Maschine schneller. Hört ihr das? Läuft jetzt schneller irgendwie. Jetzt langsamer. Moment. Jetzt läuft sie wieder langsamer. So, lassen wir es jetzt mal. Ich zeige euch gleich warum. So. Gehen wir erstmal wieder vorhin lang zu dieser Kurbelwelle. Wir müssen nämlich dahin, wo das Monster eben war. Ich sage euch auch warum. Weil da hinten muss irgendwo ein Rohr sein. Abgebrochen ist. Ich selbst überlegen. Wo sind wir denn gekommen? Von hier rechts. So, das Teil dreht sich jetzt schneller. Und wenn wir da jetzt was reinstecken, am besten eine Metallstange oder sowas, dann geht das kaputt. Aber dazu müssen wir erstmal eins finden. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Was ist hier das? Nö. Ja, das Monster ist allgegenwärtig. Der ist hier irgendwo. Ihr habt den ja eben gesehen, hier hinten rumlaufen. Ey, Zündedosen. Danke. War das hier? Da hinten ist es. Da ist das Rohr. Genau das brauchen wir. Das, was schon so abgeknickt hier ist. Handsymbol. So, wir machen jetzt einfach mal ein bisschen hoch und runter. Zack, dann können wir das mitnehmen.
Das hatte ich gesucht eben. Und jetzt gehen wir zu der Maschine zurück und stecken das Rohr in diese Kurbelwelle und dann hoffe ich, dass es kaputt geht sozusagen. Dass das angehalten wird. Vorne müsste das sein. Ja. Passt auf. Auswählen. Um das Rad zu blockieren, muss es zuerst langsamer werden. Also müssen die Maschine doch langsamer machen, nicht schneller. Das war mein Fehler. Und ich glaube, wenn man das Rätsel gelöst hat, dann kommt nämlich das böse Monster. Ich bin mir auch nicht so sicher, nicht mehr. Versuchen Sie jetzt einfach mal. Die Maschine muss langsamer werden. Ich habe eigentlich gedacht, schneller. Na gut, machen wir sie langsam. Ups. So, dann müssen wir erstmal den ganz nach rechts drehen. So, jetzt ist sie fast komplett zum Stillstand gekommen. Das hört man auch. Und jetzt können wir das Rad blockieren. Oh, das Monster wieder. Jetzt geht's ab. Nein! Wo kommt denn der jetzt her? Geh weg! Nein! Der soll weggehen! Der ist direkt hinter uns. Und jetzt sind wir tot, weil der hat uns erwischt. Ich hätte weglaufen sollen, aber ich wusste gar nicht mehr, dass der an der Stelle war. What the hell? Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich wusste, dass der hier irgendwo ist, aber nicht so. Kommt er jetzt hier rein oder was? Wir warten mal kurz. Ich weiß es nicht mehr, ob der hier reinkommt. Ich glaube aber nicht. Und müsste ich mich jetzt schon schwer täuschen. Weil das hier ist ein anderes Monster. Das ist nicht der Freddy von oben. Der sonst oben in der Burg rumgelaufen ist. Das hier ist ein anderes. Das ist glaube der mit der Säge in der Hand. Den abgesägten Arm hat eine Säge an sich trägt. So. Musik ist weg, wir schauen mal nach. Also ich weiß noch beim letzten Mal, also wo ich das erste Mal gespielt habe von einem Jahr, an der Stelle war, habe ich die Tür aufgemacht und da stand er direkt hier vor mir. Wir schauen mal, ob er weg ist. Zumindest ist die Musik weg. Also vermute ich mal, dass auch er weg ist. Wir gehen einfach mal nachgucken, weil sonst kommen wir nicht weiter. Schauen wir einfach mal, würde ich sagen. Guten Morgen, Leute. Ja. Jetzt scheint er weg zu sein. Aber unser Rohr auch. Also die Maschine hat er eben wohl doch noch blockiert. Gut zu wissen. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Hier war nämlich noch irgendwo ein Hinweis oder sowas. Oder hier musste man noch was mitnehmen. Kann man die kaputt machen? Kann man. Eines der versperrten Tore scheint schwächer zu sein als die anderen. Also das ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass man das kaputt machen kann, aber ich weiß nicht wie. Wir lassen das auch jetzt mal und gehen mal hier oben in die Tür rein. Ich glaube, hier war irgendwas. Ein Hinweis oder sowas. Oh oh, böse, böse. Kauern wir uns erstmal hier in die Ecke. Boah, hier liegen irgendwo überall tote Leichen. Ja, der Schatten ist mit mir. Gott sei mit mir, aber der Schatten nicht. Okay, macht euch für den Tod bereit. Und zu spät. Ich wollte mich gerade umdrehen. Boah, Alter. Ich wollte mich gerade umdrehen. Das darf nicht wahr sein. Ich wollte mich gerade wegdrehen. Schade. Oh. Das Laudanum, das nehmen wir uns mal mit. Also hat der das Tor kaputt gedreht, dieser kaputte Typ da.
Geistiger Zustand ist eher am Zittern. Paar Wunden. Ich hoffe, nimm mal so ein Laudanum. Das ist so gruselig, ey. Überall blutig weg hier. Denkt ihr, der ist noch da, der Typ? Boah, guckt euch das an, ey, wie brutal. Das hier ist übrigens der Freddy von oben. Das ist unser Monster. Der wurde zerhackstückelt. Ich glaube, den sieht man auch danach nicht mehr. Es kommen zwar noch andere Monster, aber nicht mehr der gleiche. Also der ist noch hier unten. Die Musik ist noch da. Wir gehen auch mal nachgucken. Nein! Geh weg! Boah, wie bin ich denn da das letzte Mal dann vorbeigekommen? Der ist nämlich schneller als der andere. Boah, mir gefriert das... Oh, der Nachtsass von Bell wieder. Mir gefriert gerade das Blut in den Adern, Freunde. Boah, ich bin schockiert. Wie soll man denn an dem Typ jetzt vorbeikommen? Also, wenn jemand eine Idee hat, ich bin für Vorschläge offen. Ich weiß nämlich gerade nicht, wie man das machen soll. Ich habe aber eine Idee, wir nehmen jetzt Freddy mit. Komm, Freddy. Wir füttern jetzt unseren Kollegen da unten. Mal gucken, ob der jetzt dann weggeht. Fred, Fred, Fred. Du kleines Brett. Freddy kann nicht schwimmen. Oh, er ist weg. Er ist weg. Gott sei Dank. Such den Weg. Such den Weg. Oh, ich glaube, der ist hier unten noch. Der ist hier noch drinnen. Der ist hier noch irgendwo. Ich glaube, wir nähern uns übrigens jetzt so langsam dem inneren Heiligtum. Und hier ist jetzt so zwar... Nein. Du bist jetzt nicht da. Der ist hinter uns. Ich muss laufen. Schnell. Ja, kletter doch da hoch, Junge. Der ist direkt unter uns. Kletter, Daniel, kletter. Daniel, 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 Daniel. Jetzt begeben wir uns gleich in das innere Heiligtum. Und dann beginnt der Horror erst recht. Ich glaube, wir sind nämlich jetzt in der Nähe vom Heiligtum. Es gibt nie einen Ausweg. Solche Dinge begleiten dich dein Leben lang. Wie konnte er wissen, ob Henry unten an der Straße oder gar vor seinem Haus auftauchen würde? Wäre so verrückt. War er so verrückt? Würde er das tun? Boah. Also ihr könnt es mir glauben, Leute. Ich sitze hier. Ich bin total geschockt und ich zitter, weil das Monster mich jetzt... Ah, nein. Willkommen in der Hölle. Vier Türen. Hier sind jetzt Sachen versteckt. Ich glaube, eine Hacke oder sowas. Da muss man gleich wieder was mit anstellen. Muss mich kurz überlegen. Also irgendwo in dem Raum gab es hier was. Das musste man mitnehmen. In einem der Räume. Ich lasse die Tür übrigens jetzt offen. Dann wissen wir, wir waren hier schon. Wir sind rückwärts zu der Leiter ausgestiegen. So, da geht's weiter. Gehen wir erst hier hinten die Tür, weil ich glaube, hier muss man einmal oder sowas mit... Die Tür rührt sich nicht. Dafür braucht man eine Hacke, glaube ich. Da war irgendwas. Ne, hinten war ein Schalterraum. Keine Mementos vorhanden. So, jetzt weiß ich auch nicht mehr, ob man beide Hebel nach oben machen muss. Wir versuchen es einfach mal. Mit der Maschine kann irgendwas nicht stimmen. Zwei Hebel im Obergeschoss funktionieren nicht. Wahrscheinlich gibt es ein Problem mit der Maschinerie. Ah, das weiß ich aber, um was es hier geht, glaube. Dazu müssen wir erst die andere Tür da rein, wo wir eben waren. Also wir kommen in den Raum definitiv wieder zurück. So kann ich euch schon mal verraten. Und hier kommen wir auch noch rein. Aber ich muss erst wieder überlegen, wie das Rätsels Lösung ist. Ich glaube, hier war irgendwas mit einer Spitzhacke.
So, jetzt gehen wir, jetzt kommt für mich die gruseligste Stelle im ganzen Spiel. Wir gehen nämlich jetzt in den Keller. Wieder in ein Kellergewölbe. Und da ist für mich die schlimmste Stelle im ganzen Spiel gewesen. Aber ihr seht gleich warum. Wir müssen jetzt nämlich hier unten Sachen suchen. Machen wir jetzt mal Licht an. Hier gibt es noch Zünderdosen. Ich weiß nicht, ob das hier schon ist. Ich bin mir gar nicht so sicher. Aber ich glaube, das ist noch gar nicht die Stelle, die ich vermute. Es dauert noch ein kleines bisschen. Agrippa, I need you to stay awake. Can you spürst du dich bitte? Nein. I can't ich kann nichts fühlen. Alexander? Ja. Yeah. Yes. Soon, I won't even be able to move, will I? Your life is safe. Your life is safe. But will it be worth it? Ah, es ist auch lebenswert. Es ist gesaved und lebenswert. Alles ist in Ordnung, Freunde. Das ist so angsteinflößend. Also ab jetzt muss ich euch ehrlich sagen, habe ich Panik in dem Spiel. Das ist so für mich die Stelle, wo ich jetzt sage, ich habe Angst. Da geht's schon wieder zum Labor. Da haben wir mal davor gestanden, ganz am Anfang vom Spiel. Wir sind jetzt quasi gegenüber von der Leichenhalle. Nicht Leichenhalle, gegenüber von der Eingangshalle. Ach, hier ist die Maschine. Jetzt geht's ab. Nee, guckt euch das an. Da unten ist der Agrippa. Ich bin mir nicht sicher, ob es der Alexander ist oder Agrippa. Ich glaube, es ist Agrippa. Das ist so... Boah. Ich habe Angst, dahin zu gehen.